Johannes ist ein sehr interessanter Heiliger in der Geschichte. Zum einen teilt er sich ein in eine größere Bedeutung, weil er zusammen mit Jesus und Maria der einzige Heilige ist, an dessen Geburtstag erinnert wird. Auch wenn wir ihn nicht genau wissen. Niemand hat damals noch Geburtstage notiert. Aber damit ist die Bedeutung schon mal so groß, dass er eine zentrale Rolle spielt. Gleichzeitig hat die christliche Kirche immer so ein bisschen darauf geguckt, dass Johannes ja noch nicht christlich war, weil er ja vor Jesus war, weil er ja quasi der Wegbereiter, so wird er auch manchmal genannt, der Wegbereiter für Jesus gewesen ist. Er stellt also historisch sowas wie die Brücke dar oder die Klammer dar von der Zeit vor Jesus zu der Zeit mit Jesus und er gehört quasi in beide diese Welten hinein. Damit ist er hat er eine sehr große Bedeutung und ist eben als derjenige, der dann auch Jesus getauft hat, bekommt er dann noch mal die zentrale Bedeutung als Vorbild dessen, dass wir heute in der Kirche taufen. Diese Taufe wiederum, da scheint er eine besondere Bedeutung gehabt zu haben. Das hat mit Sicherheit was mit der Mikwe, mit der Praxis der Mikwe in der jüdischen Tradition zu tun. Aber es ist insofern eine Besonderheit, dass diese Taufpraxis eigentlich nur in dieser Gruppe offensichtlich gemacht worden ist. Nämlich am Jordan Menschen zu haben und sie dann ganz unter Wasser zu tauchen und dann wieder rauszuholen und das als Signal der neuen anbrechenden Zeit zu bezeichnen. Ob diese Art der Taufe, wie wir sie in der christlichen Kirche machen, tatsächlich so von Jesus praktiziert worden ist, das ist historisch alles nicht belegt. Wir haben aber diesen Anhaltspunkt bei Johannes dem Täufer und auch die Vermutung, dass Jesus dazugehört hat zu dieser Bewegung. Genaues können wir da jetzt nicht sagen, aber tatsächlich ist es für uns zu dem Merkmal geworden, was es bedingt, als sich selber oder als Mitglied einer christlichen Gemeinschaft zu sein. Da ist das sozusagen das Reinigungs- oder Eingangsritual. Der Weg, nochmal zu sagen, ja, jetzt ist das nochmal sichtbar geworden. Die Zuneigung Gottes zum Menschen wird in dieser Taufe nochmal sichtbar. Ja, Johannes ist so ein Widerspenstiger. Der ist nicht so leicht einzuschätzen. Man kann den nicht so leicht in so ein Paket packen und dann weiß man, was für eine Figur das ist. Zum einen ist er ganz herb, offensichtlich in seiner Aussage auch, sehr klar zu sagen, Umkehr und Gerechtigkeit, und zwar jetzt, aber offensichtlich auch in seiner Ausstrahlung und in seiner Überzeugungskraft, wie er lebt, indem er in der Wüste lebt, sich nur mit Kamelhaardecken bedeckt, wilden Honig isst und sich von Heuschrecken ernährt, heute aktuell, aber nicht so einladend auf den ersten Blick, der irgendwie so was Sprödes dabei hat und gleichzeitig aber jemand ist, der es auch wagt zu sagen, so geht es nicht weiter. Da muss jetzt, es geht nicht darum, für alle das, immer das Beste zu haben, sondern es geht darum, dass wir für alle Menschen gerechter agieren. Und sich dann auch wagt, muss ein Wahnsinnscharisma gehabt haben. Also er hat offensichtlich eine große Anhängerschaft gehabt, trotz dieser spröden Ansagen. Und sich dann auch wagt, sich anzulegen gegen die, sagen wir mal, gegen die Elite oder gegen den König und sagt, dass, wie du ethisch da handelst, das ist nicht in Ordnung. Und wie du einfach eine Frau, mit der du verheiratet bist, gegen eine andere austauscht, die selber noch in einer anderen Ehe ist, quasi mit der Frau deines Bruders heiratest, das ist nicht in Ordnung. Daraufhin wird er von dem König verhaftet und ins Gefängnis geworfen. So weit, so gut. Das ist quasi eine klassische Geschichte. Man legt sich mit, also man verärgert Despoten und das kann dann passieren. Dann gibt es aber noch eine Seitengeschichte oder noch eine Endgeschichte, die macht das Ganze irgendwie noch weiter, sodass man nicht sofort wieder loskommt von dieser Geschichte, weil dann erzählt wird, dass dieser König Herodes offensichtlich eine Geburtstagsfeier hatte oder wie auch immer berichtet wird und er sich dann wünscht, dass seine Tochter für ihn tanzt und diese Tochter wiederum von ihm als Belohnung für diesen Tanz den Kopf, also die Ermordung dieses Johannes des Täufers sich wünscht und es dann auch erfüllt wird und dann auch bekommt. Also zum einen ein grausames Martyrium, zum anderen aber auch die Frage, was passiert da in dieser Geschichte, dass sich die Marginalisierten hier gegeneinander wehren oder gegeneinander wenden. Also wieso wird diejenige, die selber im Ränkespiel um diese Frauen
irgendwie mitgemacht wird und sich quasi vorstellen muss oder vorzeigen muss in diesem Tanz, ihren Körper darstellen muss, plötzlich den Kopf desjenigen fordert, der eigentlich sich gegen diese ethischen Spiele gegen Frauen gewendet hat. Damit ist Johannes kein Feminist, aber zumindest gibt es diese Verbindung in dieser Geschichte, wo man sich doch zumindest zwei oder drei Fragen stellt oder mehr Fragen hat als Antworten. Johannes scheint in seiner Bedeutung und auch in der Wirkung so wesentlich gewesen zu sein, dass genau ein Prophet wiederum auch im Koran auftaucht, und zwar als der drittletzte der Prophetenreihe. Also in dieser Form oder im Koran taucht er dann auf als Yahya, Johannes, Johanan, Yahya, quasi durch alle drei Sprachen in der jeweiligen eigenen Variante im Koran als Yahya, und er ist der drittletzte Prophet vor Isa und dann dem letzten Propheten. Oder dem Propheten. Und die Geschichten von Johannes, Yahya sind ganz ähnlich, und auch die haben quasi so eine Tradition, dass schon als Kind deutlich gemacht wird, dass da eine ganz große Sendung von ausgeht. Insofern ist er in dieser Bedeutung und Wirkung einer, der aus der Tradition und aus dem Wissen und aus dem Reichtum der jüdischen Tradition kommt, im Christentum so eine Scharnierfunktion einnimmt oder eingesetzt wird als Scharnierfunktion und dann weitergeht in der Wirkungsweise in den Islam oder in die islamischen Traditionen, im Koran berichtet wird davon. Und insofern stellt der auch nochmal zu diesen drei Religionen wie so eine Klammer dar. Der wird immer so als historische Klammer von der einen geschichtlichen Epoche in die andere verstanden, also in christlicher Tradition. Aber es stellt im Grunde auch so eine Breite über die Religionen dar, diese Klammer. Johannes ist eine tolle Figur, weil sie nicht so stromlinienförmig ist. Weil das jemand ist, mit dem man sich doch immer wieder beschäftigen kann. Und manchmal hat man den Eindruck, oh, ich weiß nicht, ob ich den wirklich an meinem Abendbrottisch haben möchte. Und dann denkt man wieder, boah, nichts würde ich lieber, als mit dem zu sprechen. Das ist eine schillernde, ganz großartige und interessante Figur, die man nicht so einfach festlegen kann.